So, liebe Freunde der rhythmischen Sportgymnastik, willkommen zum weiteren Video. Wir haben es den Dienstag nach GCC Waldorf. Wie man sehen kann am Zustand von meinen Händen, warte, wo ist es? Hier. Bin ich immer noch ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Das hindert mich allerdings nicht daran, heute wieder Motorrad zu fahren. Ich bin mega hyped. 450er ist wieder ready. War auch nichts groß dran, einfach Luftfilter sauber gemacht und geputzt. Alles hält, Farbe hält vor allem, da bin ich sehr happy drüber. Das heißt, Cerakote funktioniert auf jeden Fall, was mega geil ist. Ich bin heute in Flehingen, das ist hier direkt bei uns, Local Verein. Eine halbe Stunde oder so weg. Da ist der Dennis Ulrich, Mitglied, und der macht hier auch Trainings und so weiter. Und der kann mich da irgendwie als Gastfahrer mit dazu nehmen. Deswegen darf ich heute hier fahren. Normal ist sie nur für Mitglieder. Und ich werde heute mit Dennis ein kleines Video filmen für seinen Lehrgangskram. Also ich helfe ihm quasi filmen und dachte mir dann gleichzeitig, wenn wir uns schon mal wieder sehen, also ich habe den ewig nicht gesehen, der hat ein neues Bike, eine 350er Motocross. Da werden wir klären, warum er die hat, weiß ich selber nicht. Interessiert mich brennend, weil er ist ja immer so der Two-Stroke-Fan und Two-Stroke-Verfechter gewesen. Dann ist er wieder auf die 450er gegangen für die Masters, für den Titel, was logisch ist, weil es halt einfach das geilste Motorrad ist, um schnell zu fahren. Aber da er jetzt quasi offiziell retired ist, interessiert es mich natürlich brennend, warum er jetzt eine 350er wählt. Da stellt sich mir die Frage, ist die 350er das spaßigste Motorrad, was es so gibt? Das werden wir herausfinden. Ich werde ihn fragen, ich werde seine Karre fahren. Jetzt warten wir mal, bis der Dennis da ist. Der müsste gleich kommen, ich bin sogar ein bisschen früher da. Ich bin total der Pünktliche, ey. Ich bin so durchorganisiert, das ist unfassbar. Genau. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Und wir werden gemeinsam herausfinden, was so eine 350er so kann. Ist eine Weile her, seit ich mal eine gefahren bin. Ich hatte selber mal eine, aber da war ich nicht so der Fan von. Aber ich glaube, das lag definitiv daran, dass ich nicht gut genug Motorrad gefahren bin. Ja, bis gleich. So, hier nochmal ein bisschen die Karre. Hier schön alles noch dran. Ich habe das jetzt so ein bisschen mit so Silikonspray oder nicht Silikonspray, aber so, naja, so Motor Protect einfach eingesprüht. Schwinge ist auch noch tipptopp. Also das ist echt geil, das freut mich richtig. Hier sind so ein paar kleine Spuren im Schwarz, weil hier halt die Kette dran gekommen ist, aber ja, das lässt sich halt nicht vermeiden. Ja, ansonsten mega geile Karre. Aha, guck an. Wer sich da nähert. Guck mal, wen ich gefunden habe. Hallo. Hi. Schon lange nicht mehr gesehen. Schon eine Weile gibt's her. Gibt's dich ja. Noch? Ja, mich gibt's auch noch. Ich gibt's noch. Winterschlaf erwacht. Hier ist gar keine Nummer mehr drauf. Nee. Was ist passiert in der Zwischenzeit? Ja, MX Retirement. Retirement Racing, oder was? Racing-Karriere beendet. Deswegen jetzt ein bisschen Freeride-Look. Vorne Number nur mit Outline, hinten ein bisschen cleaner und gar nichts drauf. Ein bisschen One for Nine Academy oder was? Genau. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ich möchte mein Know-how, das ich mir die letzten vielen Jahre hart angearbeitet habe, auch weitergeben. Und von dem her, One for Nine Academy spielt dieses Jahr oder in Zukunft und ab jetzt meine eigenen Riding Schools an und will wirklich jedem weiterhelfen, an der Grundtechnik zu arbeiten und somit sein Speed nicht mit Risiko zu steigern, mit übers Limit gehen, sondern wirklich mit sauberer Technik. Und ich denke, da ja, hat es in der Motocross-Gemeinde noch ein bisschen Defizit. Also ähnlicher Ansatz wie bei mir, nur mit weniger Steinen und ein bisschen mehr Geschwindigkeit vielleicht. Also für diejenigen, die keinen Bock haben auf Enduro-Lehrgänge, oder, keine Ahnung, die vielleicht ihr schönes Motorrad nicht durch irgendwelche Steinfelder schleifen wollen, sondern lieber auf einer schön geschobenen und präparierten Strecke fahren wollen, könnt ihr gerne beim Dennis vorbeischauen. Wir haben ja auch schon den einen oder anderen Tag auf einer Motocross-Strecke verbracht und bin mal gespannt, was du heute zu meinen Motocross-Fortschritten sagst. Ja! Ich sag mal, wir waren ja damals, was war das letzte Mal, wo wir gefahren sind, ernsthaft? Wir waren hier mal testen, das war wahrscheinlich eins der letzten Male. Aber so zusammen, Spanien waren wir mal. In Spanien ist aber 2018 auf 2019 im Winter. Und ansonsten ist schon eine Weile her. Ja. Moped fahren, richtig lang her. Ja. Ich bin mal gespannt. Weil so damals, also in Spanien, da war auf jeden Fall ziemlich rostig. Das kann ich mich noch dran erinnern. Ja, da waren Baumstämme, also gerade auf der Super-Enduro-Strecke, Baumstämme, Steinfeld. War geil. Alles easy, mega geil. Aber an Kurventechnik hat es ein bisschen gehapert. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie du dich schlägst. Ja. Ob wir da noch ein bisschen dran feilen können.
Schauen wir mal. Unter anderem geht es heute hier auch um die Karre. Mr. Two-Stroke auf 350 Viertakt. Was ist passiert? Jetzt wurde nicht mehr raced. Warum Viertakt? Ja, ich wollte mal ein bisschen was Neues probieren. Bin die ganze Zeit 450er gefahren. Einfach weil ja, genügend Leistung vorhanden sein muss für die Rennen. Ja. Aber jetzt muss ich keinen Start mehr gewinnen, keinen Holdshot mehr raushauen. Auch nicht mehr unbedingt der Schnellste auf der Strecke sein, sondern geht wieder ein bisschen um Spaß. Deswegen 350er bin ich das letzte Mal vor 10 Jahren gefahren. Bei meinem Umstieg von 250 auf 450 habe ich ein Jahr zwischen Etappe. Echt? 350. Also Masters gefahren. Auch und so, oder was? Ja. Hast du gewonnen damit? Nee. Okay. Nee, war meine erste wirklich. Also erste MX1-Saison, oder was? Nee, ich bin 2011, nachdem ich 2010 den Youngster Cup gewonnen habe, dann noch mit der 250er Honda in Masters gefahren, aber da. Ja. War erstens mal meine erste Saison bei den Masters und natürlich mit weniger Leistung war es da ganz schön heftig. Ja. Und dann, ja. Okay. War aber der Umstieg auf die 450er doch ganz schön heftig und die 350er war eigentlich damals eine gute Option und hatte immer noch genügend Leistung, war auch der Motor bearbeitet. Ja. Und von dem her, ja, jetzt hier, ich bin schon ein bisschen gefahren. Bike hat 5 Stunden ungefähr. So, hier der Beweis. Was sagt er? 4, ein bisschen ja, was. 4,7. 4,3 oder so, wenn ja. Wenn ich fokussieren würde. Auf jeden Fall, was ich bis jetzt sagen kann, Leistung ist trotzdem genügend vorhanden, aber da halt nicht so viel Masse, Schwung, was es vom Motor ist. Es ist schön handlich immer noch und ich finde es eigentlich einen ganz geilen Kompromiss, um ein bisschen Spaß zu haben. Ich denke, für jeden normalen Fahrer, der jetzt nicht ultra ambitioniert Rennfahrt, ist es wirklich ein geiles Setup. Mhm. Aber meinst du jetzt, wenn du jetzt wirklich auf Rundenzeiten fahren würdest, wärst du schon langsamer als mit der 450er oder was? Also man muss natürlich ein bisschen mehr schalten. Ja. Muss ich mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, weil ich bin ja eigentlich so Mr. komplett ohne Drehzahl. Ja. Übergang und schön mit Zug überall. Ja. Und das ist hier ein bisschen anders. Dafür hört sich jetzt auf dem Video auch mal ein bisschen schnell an, weil sonst saß er bei mir immer mit sauberer Technik und hohem Gang immer aus, wenn ich quasi Einführungsrunde fahre. Ja. Also ist quasi der gleiche Modus wie damals die 250er, die du gelassen hast für Videos. Genau. Damit es sich laut anhört. Ja, richtig schön schnell anhört. Schnell fahren kann man natürlich trotzdem nur mit, hört sich einfach schnell an. Ja. Ist hinten auch ein DB-Killer drin, also nicht nur. Boah. Guck mal, das ist aber wieder der Mythos. Ich wollte schon auf den FMF eingehen, weil FMF ist normalerweise immer sacklaut, aber hier selbst die schnellen Leute fahren immer mit DB-Killer eigentlich, weil keiner hat Bock auf so eine laute Scheiße. Genau. Wo ich ein Agra drauf gebaut habe, alle, mach den scheiß DB-Killer raus, es hat viel weniger Leistung. Ja, also ich glaube, ich bin ja auf der 450er Krabowitsch gefahren. Ich bin eigentlich von Akrapovic überzeugt, nur FMF ist jetzt ein bisschen billiger im Retirement und auch mal ein bisschen was anderes. Sieht natürlich geil aus, weil schöne Farbe und alles. Das stimmt. Aber wir hatten beides auf dem Prüfstand. Es macht vielleicht ein bisschen was aus, aber ehrlich gesagt, bei einer 450er oder so, den halben PS, wer den merkt, der hat wirklich ein gutes Gefühl. Das ist auch, glaube ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass du einen DB-Killer merkst. Es fühlt sich vielleicht so an, weil die Karre lauter ist. Ja, das denken ja meistens wirklich alle. Umso lauter und am besten noch umso mehr Kupplung, umso schneller ist. Ja. Aber da gehe ich auch in meinen Lehrgängen drauf ein, dass wirklich ein sauberer, runder Fahrstil, wo man ein bisschen Schwung mitnimmt durch die Kurven, viel schneller ist und auch kraftsparender, als einfach in jede Kurve voll mit Hinterbremse reinrutschen und mit Kupplung wieder raus. Das war noch nie mein Style. Ich denke, wer meine Karriere verfolgt hat, weiß das. Und von dem her, ja. Also wer beim Dennis zum Lehrgang kommt, ist Lektion 1. Für alle, die mit FMF zum Dennis an den Lehrgang kommen, ist Lektion 1 DB-Killer montieren. Dennis hat immer 20 DB-Killer dabei für jeden FMF, für jedes Baujahr. Also da werden erstmal überall die DB-Killer reingeschraubt. Gut. Ja. Ansonsten, Bude komplett Stock oder was? FMF dran geschraubt, Fahrwerk rein, Räder dran, Lenker, Gabelbrücken. Ich habe meine ersten 2-3 Masters-Titel mit ziemlich Standard-Bike gewonnen. Standard für 50er, nur mit anderen Auspuff dran. Okay. Was wirklich wichtig ist, was einen richtigen Vorteil bringt, ist natürlich ein individualisiertes Fahrwerk auf die jeweiligen Speed, auf die jeweiligen Bedürfnisse, was man gern hat, was man fährt und dann Gabelbrücke, ein Lenker, wo zu einem passt. Ja. Gerade bei mir jetzt paar stabile Räder, ein guter Radsatz von Talon und von Brockhausen. Auspuff dran, damit es nur ein bisschen gut aussieht. Und eigentlich kann damit jeder schnell fahren. Das ist wirklich
ich sag, ist jetzt keine Werbung für uns zwei hier, um unsere Lehrgänge zu verkaufen, aber lieber 200, 300 Euro ja. in Lehrgang investieren, um an der Grundtechnik und an euren, ja, an euren Skills zu feilen, wie Motortuning ja. und ein, zwei ja. PS mehr. Auch ich würde sagen, das Einzige, was man wirklich, also jetzt, wenn ich mir die Karre so anschaue und wenn ich mir die Karre so anschaue, ein bisschen hell, aber das Einzige, was man wirklich machen sollte, ist ein Fahrwerk, wenn man schnell fahren möchte oder wenn man jetzt außerhalb von der Norm ja. wiegt, also so wie ich jetzt einfach 20 Kilo mehr wie der durchschnittliche 70 Kilo Fahrer. Ja. Alles andere ist scheißegal. Ja, wie gesagt, aber gerade die originalen Lenker hatte ich jetzt auch bei meinen ersten Lehrgängen, gerade wenn man groß ist, so wie wir zwei, ja. Umso mehr Kröpfung, also Biegung nach hinten, kommt natürlich auch automatisch die Ellenbogen ja. nach unten, deswegen fahre ich von WRP den geradesten. WRP, den geradesten Lenker, was es gibt. Ah, ja. Umso gerader die Biegung, kommen automatisch die Ellenbogen nach oben. Kann ich jedem empfehlen, gerade wenn er groß ist. Wenn man klein ist, ja, sind die Ellenbogen nicht so weit außen, die Spannweite nicht so weit. Da sind die originalen Lenker okay, aber wirklich, ich würde auch sagen, gutes Fahrwerk, Lenker drauf und ja. du kannst eigentlich gerade mit einer KTM, Gas, Gas, Husqvarna oder auch mit jedem anderen Motorrad sehr schnell fahren. Ich würde dir sagen, ready to race, aber wir fahren halt keine KTM, ne, sondern die Ableger. Für die richtige KTM reicht es leider noch nicht. Ja, ansonsten bin ich mal gespannt, was das Ding nachher kann. Ich bin mal gespannt, was du zur 450er sagst. Ja, bin schon eine Weile keine mehr gefahren. Können wir einen kleinen Bike-Swap machen? Ja gut, ist ja jetzt wahrscheinlich relativ nah an dem, was du damals gefahren bist, außer dass halt rot ist und Gas draufsteht. Genau. Aber also Fahrwerk ist identisch, ähnlich. Für dich ein bisschen härter. Ja. Da glaube ich, Lage dran. Ja. Hoher Sitz habe ich. Weil ja. damit ich nicht so viel aufstehe, also das bisschen, so tief sitzt. Das bisschen einfacher ist zum Aufstehen immer. Ja. Ja. Fand ich ganz geil. Und Enduro-Tank ganz wichtig für GCC. Ich habe es gerade überlegt, also so sah mein Tank ja, für 50er. Ja. Gut. Ja. Also dann haben wir jetzt schon mal wieder ein 10 Minuten Intro on point auf die Sekunde runtergebracht. Wir werden uns jetzt mal gemütlich anziehen. Und ja. Dann kriegt die Vanessa gleich mal die Kamera ein bisschen in die Hand und kriegt, kann euch ein paar Außenaufnahmen mitfilmen noch. Und ich filme ein bisschen Onboard und wir finden mal raus, was Dennis seine Karre so kann und was Dennis so von meiner Karre hält. Ja, bis gleich. The world is spinning and I'm dizzy staring at the stars. I left the pages in my schedule, but they're falling hard.